So, hi und hallo mal wieder. Ihr wisst ja, wenn ihr diese Leitsordner seht, ist mein Lieblingsmagazin zurzeit wieder draußen. Das Problem ist noch nicht behoben. Aber ich habe ja mehrere E-Mails bekommen, dass sogar die Abonnenten zurzeit schlechte Karten haben. Die kriegen auch sogar die Hefte immer. Peu à peu. Aber nicht zu trotz. Mein Dealer hat es bekommen, hat es mir sofort weitergeleitet. Die Nummer 49, also Star Wars, bau dein Millennium Falke Nummer 49. Und was da jetzt alles drin steckt und wie man zusammenbaut, das zeige ich euch mal wieder. Einmal das Bauteiletütchen Nummer 49. Dann natürlich das Magazin. Und ihr wisst ja, da blättern wir jetzt ein bisschen drin rum, weil das Magazin ist wirklich gut gemacht. Viel Wissenswertes, auch einiges, was man schon kennt. Das ist jetzt alles dabei. Schrauben, Plastik, Metall und Außenhaut. Aha. Es gibt wieder viel Klebespaß. Ah, jetzt kommen so langsam die Bauanleitung für die Farbeinheiten. Also, jetzt schauen wir doch mal in das Tütchen 49 drinnen rein, ob alles dabei ist. Aluminiumrahmen, zwei Stück. Außenhaut. Zwei Paketchen Schrauben, schwarze, silberne. Schraubplatten, drei Stück. Ein Plastikstück mit ein, zwei, drei Plastikaufkleber. Also muss man rausbrechen und dann einkleben. Merchandising. Oh nee, hier ist noch ein Paket Schrauben drunter. Die goldenen. Also, das war jetzt das Bauteilebuch Nummer 49. Jetzt baue ich es erstmal zusammen und sage bis gleich. So, diesmal gab es ja nicht viel zu sagen. Einfach nur ziemlich viel kleben, besonders die kleinen Fummelarbeiten. Aber trotzdem, das gerade, das macht ja so richtig viel Spaß, weil das sind ja dann schöne kleine Details, die einfach den Falken ausmachen. Also wirklich schöne Arbeit. Arbeit meine groben Finger, die kleinen Feinarbeiten. Das hat doch einiges gedauert, aber nicht zu trotz, das Ergebnis zählt ja. So langsam wird es wirklich ein tadelloser Gleiter. Also, ihr könnt mir ja auch mal was klarstellen, ob das stimmt, dass sogar auch die Abonnenten zurzeit mit der Hefte und Leitsordner hinterherhängen. Würde mich darüber freuen, wenn sich einer melden würde, ob es stimmt oder nicht stimmt, weil ihr kennt das ja im Netz. Da werden ja ruckzuck Behauptungen aufgestellt, die vielleicht nicht stimmen. Und deswegen möchte ich es einfach nur hier wissen, wer persönlich betroffen ist oder wem eben der Nachbar, Kollege, ein Abonnent ist und er dasselbe Problem hat. Also, dann freuen wir uns jetzt wieder auf Mittwoch, Heft Nummer 50 erscheint dann, oder eben Halbzeit. Dazu habe ich dann nächste Woche auch was zu sagen und sage deshalb jetzt erstmal, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.